Hey Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu dem nächsten Video von mir. Heute möchte ich was machen, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Und zwar, wie der Titel schon verrät, es ist der dritte Teil von Blutige 90s. Ich meinte die 1990er Jahre bis eben in die 2000er. Da waren die Spiele vielleicht noch nicht ganz so brutal, würde man jetzt auf jeden Fall denken. Aber oft ist es gar nicht so das Visuelle, also das, was man sieht, sondern vielmehr die Geschichte dahinter, was einen Titel oft sehr brutal machen kann. Denn natürlich waren die Spiele aus den 1990er Jahren nicht wirklich grafisch beeindruckend. Also damals sicher schon, aber eben heute nicht mehr. Aber viele dieser Spiele haben extrem brutale Aspekte, weil die 1990er Jahre auch einfach eine Zeit war, wo viele Entwickler einfach versucht haben, die Grenzen zu sprengen oder eben gewisse Normen oder Tabus zu brechen. Somit sind in dieser Zeit auch wirklich ziemlich heftige Spiele entstanden, wo man sogar heute vielleicht noch sagen würde, wow, für diese Zeit war das ganz schön hart. Aber dieses Video soll auch so ein bisschen nostalgisch sein. Auf jeden Fall für die Leute, die in dieser Zeit gelebt haben. Denn man muss einfach sagen, von den 1990er bis in die 2000er sind einfach super Spiele rausgekommen, die man einfach nicht missen möchte. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, die meisten Spiele damals waren echt besser als die von heute. Heute gibt es so viele Spiele, die einfach nichts mehr können, obwohl es eben AAA-Titel sind. Und damals war das alles einfach ganz anders. Man konnte einfach jedes Spiel spielen und irgendwie waren die alle cool. Ich erinnere mich noch an die Zeit von Resident Evil 2 oder sogar Resident Evil. Wie cool das einfach war. Denn es gab ja auch nicht dieses Internet, also auf jeden Fall nicht das Internet von heute, wo man immer nachgucken konnte, was kann das Spiel, was hat dieses Spiel, wie ist das bewertet und so weiter. Man hat es einfach gespielt und dann gemerkt, ey, das macht ja richtig Laune. Oder es war halt richtig schlecht. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, wie ich einfach irgendwelche Spiele im Laden gekauft habe, zum Beispiel vom PlayStation 1. Und man kannte sie einfach nicht. Man hat vielleicht mal irgendwas davon gehört, aber das war's denn auch. Denn auch das Marketing war ein ganz anderes. Heutzutage weißt du ja immer gleich, The Witcher kommt raus, dann und dann und das Spiel kann das und das. Damals war das einfach ein bisschen anders. Auf jeden Fall ist mir das so in Erinnerung geblieben. Naja, wie auch immer, ich denke, der ein oder andere hat jetzt verstanden, um was es in diesem Video geht. Gucken wir uns heute zur Abwechslung einfach mal 5 Spiele an, wo ich sage, dass die ziemlich heftig waren für ihre Zeit. Und zwar eben von 1990 bis hin zu 2000. Und damit, Freunde, geht's auch schon los nach dem Intro. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Spiel für heute. Und zwar zu einem Spiel, was ja eigentlich gar nicht offiziell released wurde. Aber ich möchte es eben trotzdem in dieses Video hineinnehmen, weil es einfach damals wirklich für Kontroversen gesorgt hat. Und es später auf gewissen Plattformen auch die Möglichkeit gab, dieses zu kaufen. Und natürlich handelt es sich um kein geringeres als das Spiel Thrillkill. Und Thrillkill ist, wie eben schon erwähnt, ein unveröffentlichtes Spiel. Und zwar ein Kampfspiel, was ursprünglicherweise eigentlich für die PlayStation 1 entwickelt wurde und da auch released werden sollte. Aber es kam halt auch eben wegen der Gewaltdarstellung dazu, dass es niemals einen Release-Termin erhielt. Somit ist dieses Spiel eigentlich sowas wie eine Art Mythos, obwohl es halt davon Kopien im Internet gab, auch wenn die vielleicht nicht ganz legal waren. Ursprünglich sollte dieses Spiel 1998 erscheinen. Dabei dreht sich die Handlung dieses Spiels um 10 Menschen, die nach ihrem Tod auf der Erde alle wegen ihrer Gräueltaten in die Hölle geschickt werden. In der Hölle angekommen, werden sie von einer Art mysteriösen Göttin gezwungen, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Dem Sieger von diesen Kämpfen gibt sie die Chance, wiedergeboren zu werden.
Es war auch das erste 3D-Kampfspiel, was bis zu 4 Spieler beinhaltete. Denn mit dem PlayStation Multitap, das ist so ein Gerät, was man an die PlayStation anschließen konnte, war es eben möglich, mit bis zu 4 Spielern gleichzeitig zu spielen. Aber dieser Titel ist ein bisschen anders aufgebaut wie andere Kampfspiele. Denn anstatt einer ganz normalen Lebensanzeige, die man zum Beispiel aus Mortal Kombat oder Street Fighter kennt, gibt es in Thrill Kill ein Killmeter. Und dieses füllt sich immer weiter, wenn wir den anderen Gegnern Schaden zufügen. Und jetzt kommen wir auch schon dazu, warum dieser Titel so heißt. Denn sobald dieser ganz voll ist, können wir einen sogenannten Thrill Kill ausführen und damit unseren Gegner auf recht brutale Weise ins Jenseits befördern. Obwohl wir uns da ja eigentlich schon befinden, aber das ist vielleicht eine andere Sache. Aber vorstellen kann man sich das Ganze so ähnlich wie bei Mortal Kombat. Schaut euch einfach das Hintergrundvideo an, ich werde das da so ein bisschen zeigen. Und wenn man sich das mal anguckt, das Spiel war schon relativ brutal. Also nicht nur, dass die Körper in alle Einzelteile gehackt wurden, sondern auch wie das Ganze vonstatten ging. Und das wurde dann noch untermalt mit Schreien und Blutanimation. Aber nicht nur die Darstellung der Gewalt war relativ brutal für damalige Verhältnisse, sondern auch die Hintergrundgeschichte der Charaktere. Und die, da muss man schon fast sagen, perverse oder sehr sadistische Hintergrundgeschichten aufweisen. Aber um euch das Ganze nochmal so ein bisschen näher zu bringen, gehen wir mal auf ein paar von diesen Geschichten ein. Da wäre zum ersten Belladonna, eine Bibliothekarin, die seltsamerweise zu Domina wurde und sowohl ihren Ehemann als auch ihre Schwester getötet hat, nachdem diese herausgefunden hatte, dass die beiden eine Affäre hatten. Danach begann sie Suizid und zwar mit einem Viehtreibstock, womit sie sich elektrisiert hatte. Und diesen Stock benutzt sie auch im Kampf. Also man sieht schon eine sehr sadistische Hintergrundstory. Oder der Charakter Tormentor, denn dieser war mal ein Richter, der Kriminelle freisprach, um sie später zu entführen und zu foltern. Weswegen dieser später dann hingerichtet wurde und seine Kleidung dadurch thematisch am Bondage anlehnt. Warum auch immer. Oder als letztes der Charakter Violet, eine ehemalige Zirkusakrobatin, die eine starke Abneigung gegen Männer entwickelte, nachdem sie von einem misshandelt wurde, der in ihre damalige Garderobe eingebrochen war und den sie natürlich später tötete. Gestorben ist sie dann später an einem Riss im Rückenmark, wahrscheinlich bei ihren akrobatischen Bewegungen. Und bei diesem Titel zeigt sich eben genau das, was ich gesagt habe. Es ist halt nicht nur immer die visuelle Brutalität, die entscheidend ist, auch wenn diese in diesem Titel reichlich vorhanden ist, sondern eben auch, wie sich dieses Spiel zusammensetzt und was die Aspekte sind, warum in diesem Fall zum Beispiel die Leute gegeneinander kämpfen. Was doch ganz interessant ist, das einfach mal an so einem Spiel zu zeigen. Denn oft ist der Hintergrund eines Spiels viel düsterer und viel brutaler als das eigentliche Spiel, wenn man es spielt selbst. Und mit diesen Worten, Freunde, gehen wir zum nächsten Titel. Und der nächste Titel ist ein Ego-Shooter, den ich damals persönlich sehr gut gefunden habe. Auch wenn er hier und da ein paar Schwächen aufwies. Aber später kam von diesem Spiel auch eine Neuauflage raus. Die fand ich dann wiederum nicht mehr so gut. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Denn es geht um das Spiel Sin. Und jetzt kommt vielleicht bei dem einen oder anderen ein paar Erinnerungen hoch. Denn dieser Titel verwendete eine modifizierte Version der Quake 2 Engine und weist aus diesem Grund natürlich auch Parallelen zu dem Spiel Quake 2 auf. Auf jeden Fall im entferntesten Sinne. Aber das eben allein schon durch die Grafik. Dieser Titel versetzte uns damals in die futuristische Stadt Freeport im Jahr 2037 und folgt John Blade, dem Anführer der Sicherheitsfirma Hard Corps. Und dieser untersucht die Quelle einer hochgradig süchtig machenden Droge mit dem geheimnisvollen Namen U4. Und mit dieser geheimnisvollen Droge sollen die Menschen in der Stadt mutiert werden. Dazu geht es dann auch noch um gestohlene Atomsprengköpfe. Also eine Story, die man so oder so ähnlich schon öfter irgendwo gehört hat. Das Gameplay von Sin gestaltet sich dagegen sehr actionreich. Aber es gibt auch hier und da sehr innovative Funktionen. Denn die Spieler können mit der Umgebung interagieren, Computerterminals manipulieren und sogar versteckte Geheimnisse aufdecken, was dem Gameplay dabei auch noch zusätzliche Tiefe verleiht. Auch war die KI der Feinde in Sin für die damalige Zeit sehr fortschrittlich,
Denn unsere Feinde beherrschten strategische Aktionen, wie zum Beispiel das Suchen von Deckung oder das Rufen von Verstärkung oder eben einfach nur das Reagieren auf unser Verhalten, was für diese Zeit doch wirklich sehr beeindruckend war. Aber was halt eben auch sehr beeindruckend war, war die Brutalität, die Sin aufwies. Ich finde, diesen Titel kann man sehr gut vergleichen mit dem Spiel Kingpin Life of Crime, was in einem vorherigen Video schon gezeigt wurde. Ich werde euch das oben mal verlinken in der Ecke, guckt da gerne mal rein. Denn auch in Sin gab es recht blutige Einschusslöcher oder Blut an den Wänden und mit schweren Waffen konnten wir unsere Gegner auch komplett zerstückeln. Und auch diese Animation war natürlich wieder untermalt durch Schmerzensschreie zum Beispiel. Und das Ganze war einfach durch die Quake 2 Engine in einer richtigen 3D-Grafik, was die Brutalität einfach nochmal viel plastischer gemacht hat. Denn das Ganze war nicht wie bei Doom zum Beispiel, dass wir nicht um die Leute rumgehen konnten, sondern in Sin konnte man ganz normal um die Leute rumgehen und die ganzen abgetrennten Körperteile in einer 3D-Umgebung anschauen. Was natürlich nochmal ein ganz anderes Feeling war, zu Spielen, die nur 2D-Modelle verwendet haben. Aber falls ihr Sin nie gespielt habt, wie gesagt, es gibt da auch noch eine Neuauflage von. Ansonsten gibt es auch die ein oder andere 4K-Mod, wie ich gesehen habe. Also könnte man das Ganze vielleicht nochmal testen. Und dazu könnt ihr mir ja gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben. Und mit diesen Worten, Freunde, gehen wir zum nächsten Spiel über. Like a thief in the night. They took her away. To get her back. Und zwar zu einem oft sehr lustigen Spiel. Aber zu dieser Aussage komme ich gleich nochmal. Es geht um den Titel Die by the Sword und dieses wurde von Treyarch rausgebracht, also den Mitentwicklern von Call of Duty. Und dieser Titel war eben kein Shooter oder sowas in der Art, sondern ein Fantasy-Abenteuerspiel, was aber für damalige Verhältnisse sehr brutale Inhalte bot. Denn wir konnten unsere Feinde in blutigen Animationen alle Einzelteile zerhacken. Man kann sich das Ganze vielleicht so ein bisschen wie das Spiel Rune vorstellen. Bloß, dass wir meistens gegen einzelne Gegner gekämpft haben. Also nicht gleich gegen Horden, sondern gegen ein, zwei Leute vielleicht. Was das Ganze vielleicht eher wie eine Art Arena-Spiel wirken ließ. Aber abgesehen von seiner Brutalität hatte dieses Spiel wirklich lustige Sachen zu bieten. Denn das ganze Spiel war so ein bisschen aufgebaut wie The Legend of Zelda Skyward Sword. Das heißt, wir konnten unser Schwert eigenständig steuern. Denn man konnte sozusagen rennen, springen und sich mit einer Hand drehen, aber halt auch gleichzeitig das Schwert steuern. Und zwar mit der Maus. Also haben wir die Maus schnell bewegt, haben wir auch das Schwert schnell bewegt. Und natürlich im Umkehrschluss haben wir die Maus langsam bewegt, hat sich auch das Schwert langsam bewegt. Und das hatte eben auch Auswirkungen auf den Schaden, den wir verursacht haben. Dann haben wir sie langsam bewegt, haben wir damit keine Gliedmaßen abschlagen können. Sondern unsere Gegner hatten nur ein paar blutige Wunden. Aber genau aus diesem Grund gab es auch sehr viele lustige Momente, denn man konnte einfach sozusagen das Schwert hin und her schleudern und damit den Gegner in alle Einzelteile zerhacken. Aber dasselbe konnten eben die Gegner auch. Und dann ist es nicht selten vorgekommen, dass wir da mit einem Bein rumgehampelt sind. Hatte vielleicht so ein bisschen Vibes von Ritter der Kokosnuss, wenn sich der ein oder andere noch an diesen Film erinnern kann. Deswegen habe ich auch zu Anfang gesagt, das Spiel ist zwar sehr brutal, aber eben auch sehr lustig in manchen Aspekten. Aber was dieses Spiel eben sehr gut gemacht hat, ist das Anvisieren bestimmter Körperteile. Denn diese konnten wir sozusagen eliminieren. Denn mit einem richtigen Treffer auf dem Kopf konnten wir unsere Feinde zum Beispiel enthaupten. Oder eben mit starken und gezielten Schlägen auf die Arme konnten wir diese auch direkt abtrennen. Was unserem Gegner so ein bisschen die Möglichkeiten nahm oder ihn sogar in seiner Mobilität einschränkte. Also Die by the Sword, ein wirklich sehr lustiges Spiel, aber wegen seiner Brutalität auch zu Recht in dieser Liste. Und damit kommen wir zum nächsten Titel. Und den Titel, den ich euch jetzt vorstelle, den hatten wir schon mal in einem dieser Videos von mir. Und zwar in dem ersten oder zweiten Teil von Blutige 90s. Aber eben nicht diesen Teil, denn das ist jetzt der zweite Teil. Und zwar geht es um Blood. Und zwar genauer gesagt um Blood 2, The Chosen. Und wie der Name natürlich schon vermuten lässt, handelt es sich um die Fortsetzung von Blood 1 oder eben Blood. Aber die Fortsetzung macht ein bisschen was anders. Und zwar verwandelt Blood 2, The Chosen, das ganze Spiel in eine 3D-Umgebung. Mit 3D-Modellen.
Davor gab es auch ein paar 3D-Sachen, aber eben die Modelle waren 2D. So wie es zum Beispiel auch bei Spielen wie Doom 1 oder Doom 2 der Fall ist. Aber auch hat sich die Geschichte ein wenig verändert oder in diesem Fall vielleicht eher fortgesetzt. Denn der alte Teil spielte um 1928, wobei der neue Teil in 2028 spielt. Was sich natürlich auch auf die Umgebung und die Waffen auswirkt. Denn damals hatten wir ja magische Gegenstände und jetzt eben etwas neuere Waffen oder sogar Science-Fiction-Technologie-Waffen. Aber was auf jeden Fall geblieben ist, ist die Brutalität und eben der schwarze Humor, den dieser Titel aufweist. Aber auch im Einzelspielermodus gibt es ein paar Veränderungen. Denn jetzt können wir am Anfang bis zu 4 Auserwählte auswählen. Und zwar Caleb, den wir schon aus dem alten Teil kennen, Ophelia, Gabriella und Ishmael. Und jeder dieser fängt auch mit verschiedenen Waffen an und sie besitzen unterschiedliche Fähigkeiten. Dazu weist jeder Charakter auch eine andere Hintergrundgeschichte auf. Dabei ist dieses Spiel in Kapitel unterteilt, von denen jedes zugänglich ist, sobald das vorherige abgeschlossen ist. Ich glaube, insgesamt bietet das Spiel 17 verschiedene Waffen, wovon manche sogar im Dualmodus verwendbar sind, das heißt zwei Maschinenpistolen oder dergleichen. Auch haben die meisten Waffen einen sekundären Feuermodus, und zwar genau so, wie man das aus anderen Spielen auch kennt. Um vielleicht nochmal kurz auf die Story einzugehen, weil ich ja sagte, das ist ein bisschen anders. Denn das Spiel findet ja im Jahr 2028 statt. Und Caleb, der Protagonist aus dem ersten Teil und eben auch aus dem zweiten Teil, hat das letzte Jahrhundert seit eben Blood damit verbracht, einen Weg zu finden, seine Kameraden, also die Auserwählten, wiederzubeleben, die im vorherigen Spiel von dem Kult umgebracht worden sind. Und von da an baut sich das Spiel dann weiter auf. Worauf ich aber nochmal kurz eingehen möchte, ist die Brutalität. Denn diese ist genau wie im ersten Teil ziemlich heftig. Denn überall spritzt Blut, wir können Unschuldige erschießen, die Leute zerfetzen bei größeren Waffen oder bei schwereren Waffen. Und wir finden auch Blutlachen oder Blut an den Wänden. Auch können wir die Gegner zum Beispiel per Granate komplett auseinanderfetzen oder so, dass nur noch die Beine übrig bleiben. Auch gibt es wieder sehr kranke Waffen. Zum Beispiel diese kleine Kugel, die sich in den Kopf fräst. Wie man das eben vielleicht aus dem Film Das Böse kennt. Hin und wieder findet man in dem Spiel auch aufgespießte Leute oder irgendwelche Typen, die blutig in einer Waschmaschine drin hängen. Also auch in diesen Aspekten ist das Spiel nicht gerade zimperlich. Aber ich denke, diese Informationen reichen zu Blood 2. Gehen wir weiter zum letzten Spiel. Grand Theft Auto. Und das letzte Spiel für heute ist ein Spiel, was der ein oder andere vielleicht kennen dürfte. Denn heutzutage hat dieses Spiel oder eben seine Nachfolger Millionen und Abermillionen von Fans. Aber das Ganze fing damals anders an, als es heute der Fall ist. Aber ihr wisst es natürlich schon, denn es steht im Titel, es geht um GTA oder auch Grand Theft Auto. Aber halt eben um den ersten Teil davon. Und wer kennt diesen noch? Denn heutzutage ist das ganze Spiel ja komplett verändert worden. Es hat zwar immer noch denselben Inhalt, aber eben eine ganz andere View, also eine ganz andere Sicht auf das Spielgeschehen. Denn heute spielen wir das in einer Third-Person-Perspektive und damals in einer Art Vogelperspektive. Aber was dieses Spiel einfach auf meine Liste gebracht hat, es ist extrem brutal. Und das gar nicht so von den Effekten, sondern eben von den Möglichkeiten. Denn um Geld zu verdienen, mussten wir Autos rammen, Passanten töten oder sogar Polizisten eliminieren. Und da bot der erste Teil von GTA uns einen riesigen Handlungsrahmen. Denn dieser Teil war eigentlich komplett darauf ausgelegt, Amokläufe zu starten. Denn an zig verschiedenen Standorten stand zum Beispiel ein Panzer rum, um eben einen sogenannten Kill-Freezy zu starten, also sowas wie einen Amoklauf. Was doch schon sehr verrückt war, denn es ging einfach darum, Chaos zu stiften. Und dafür wurde eben der Spieler belohnt. Heutzutage ist es zwar immer noch so, aber meiner Meinung nach nicht mehr so krass, denn wir sind einfach ein Krimineller, der unseren Job nachgeht. Damals war es eher einfach die Zerstörung, die wir anrichten. Heute ist das Ganze viel strukturierter, es geht nicht mehr darum, nur Passanten umzubringen. Aber damals war das eben noch so. Aber gut, man wusste natürlich damals auch nicht, wo das Ganze noch hingehen wird. Somit waren die Möglichkeiten auch sehr begrenzt. Obwohl es, glaube ich, eine USK 16 Freigabe gehabt hat, war dieses Spiel definitiv eins der brutalsten in dieser Zeit. Denn sowas in dieser Art gab es einfach noch nicht.
Denn auch die Erschossenen sind damals schon ausgelaufen. Aber gut, Freunde, ich denke, damit belassen wir das erstmal. Schaut euch die Spiele gerne nochmal an, falls sie euch interessieren. Die meisten davon sind für ein paar Euro überall zu haben. Und das eben auch heute noch. Schaut gerne bei Steam mal vorbei, da gibt es oft Packs, zum Beispiel von Blood, wo das Spiel für ein paar Euro zu kaufen ist. Oder eben irgendwelche Keys, die es im Internet gibt. Ja, und damit beenden wir auch dieses Video. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen Spielen haltet. Habt ihr diese vielleicht selber gespielt? Welche von denen hättet ihr vielleicht noch ausgetauscht und durch ein anderes ersetzt? Lasst mich das und weitere Sachen gerne wissen in den Kommentaren. Falls euch natürlich das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder eben ein Abo freuen. Und damit verabschiede ich mich auch schon von euch und sag bis zum nächsten Mal.